Also bei mir war Zahnpasta, Zahnbürste und Süßigkeiten. Ich habe eine Babykiste, da sind alte Klamotten drin. Süßigkeiten, glaube ich. Und eine Zahnbürste auch. Bei der gemeinsamen Weihnachtsaktion der Stiftung Kinderzukunft und der Mediengruppe Offenbach Post war ordentlich Betrieb. Kindergärten, Schulklassen oder auch Erwachsene spendeten auf dem Gelände der Offenbach Post Geschenke für Kinder in Rumänien und Bosnien-Herzegowina. Wir machen das jedes Jahr zu Weihnachten und wir machen das jetzt etwa seit 15 Jahren, seit wir in Rumänien und Bosnien-Herzegowina unsere Kinderdörfer haben. Also das Kinderdorf versucht herauszufinden, wohin die Päckchen gehen sollen, dass nicht nur alles in den Großstädten bleibt, sondern dass auch einige Dörfer, Schulen, die außerhalb sind, von der Aktion etwas bekommen. Wir werden so fahren, dass wir vor Weihnachten so um den 18. bis 20. Dezember in Rumänien sind und Bosnien-Herzegowina hat ja später Weihnachten, dann im neuen Jahr. Mit der Ausbeute ist Heinrich Mengel jedenfalls zufrieden. Das ist toll hier. Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, haben wir so 3.000 bis 4.000 Päckchen, wenn wir Glück haben. Hängt natürlich von Jahr zu Jahr auch ein bisschen von der Konjunktur ab. Die Waben haben kein Bremsen. Schade.